Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem kleinen Dark Souls 3 Eindrücke-Video. Ich werde euch jetzt gleich ein bisschen erzählen, was ich denn von Dark Souls 3 bisher halte. Ich habe jetzt ungefähr 7 Spielstunden und kann jetzt, denke ich mal, schon eine erste Meinung, natürlich noch nicht die Meinung zum endgültigen Spiel, dann festlegen, aber mal ein bisschen erzählen, was ich denn bisher denke. Und das wird jetzt immer mitkommen, mit wenn jetzt angespielt kommt. Ich möchte ja das Format angespielt wiederbeleben, wo ich einfach erstmal ein Spiel anspiele, so eine Stunde bis zwei Stunden lang. Und das dann einfach hochlade, so Let's Play-mäßig. Und dazu wird aber für alle, die sich nicht das Gameplay anschauen wollen oder keinen Bock haben, eine Stunde Gameplay zu schauen, nochmal so ein kleines Video hier folgen, was dann immer ein bisschen kürzer geht, wo ich einmal mal ein bisschen erzähle, nachdem ich nochmal etwas mehr gespielt habe. Ja, aber jetzt fangen wir auch gleich mal an. Ich muss sagen, ich habe seit Dark Souls 1 damals kein Dark Souls mehr gespielt und war deswegen auch etwas unsicher, als ich mich da am Anfang wieder bewegt habe und so und dachte mir so, fuck, du kriegst voll aufs Maul, weil ich halt jahrelang kein Dark Souls mehr gespielt habe. Ich habe bei Dark Souls 2 ausgesetzt, weil mich es nicht ganz so angemacht hat einfach. Also es gab so ein paar Gründe, auch so vom Feedback, was dann kam, als es dann draußen war, wo ich mir gedacht habe, weiß nicht, und war auch so nicht für mich die Zeit, um Dark Souls halt zu spielen. Dann kam Bloodborne raus. Ich hatte echt Interesse an Bloodborne. Problem ist einfach, ich habe keine PS4. Dementsprechend, ja, wurde das nix. Und extra dafür eine zu kaufen, hätte ich, wenn ich das Geld hätte, hätte ich es vielleicht gemacht. Aber ich habe das Geld nicht gehabt. Dementsprechend fiel das auch aus. Jetzt auf Dark Souls 3 hatte ich richtig Bock und habe es mir deswegen jetzt auch geholt. Es gibt viele Sachen, die mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Ja, allein so Kleinigkeiten, so ein paar coole Verbesserungen, wie zum Beispiel, dass man jetzt, wenn man gezielt mit Freunden Koop spielen will, war das ja früher immer so ein bisschen ein Problem. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals mit dem guten Evergreen, schöne Grüße an ihn, oder Morpheus, oder Raphael einfach, Koop spielen wollte in Dark Souls 1 und es ewig gedauert hat, bis man mit dem Soapstone irgendwo sein Zeichen gesetzt hat und das auch beim anderen aufgetaucht ist und so weiter. Dafür wurde jetzt ein neues Feature eingeführt, nämlich man kann jetzt so Passwörter erstellen und dann kann man ganz einfach quasi dem Freund das Passwort sagen und dann kann man zusammen in eine Welt und Koop spielen. So einfach ist das. Ziemlich cool und das ist sowas, worauf ich persönlich auch gewartet habe. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, dann noch so ein paar kleine Gameplay-Tweaks und Mechaniken, die ganz cool sind. Zum Beispiel einmal so Kleines, was jetzt nicht revolutionär ist und ich weiß auch nicht, ob man das so braucht, aber es ist einfach nett, dass es jetzt da ist, zum Beispiel, dass man springen kann und danach nicht noch weiter rollen muss, sondern auch direkt stehen bleiben muss, wenn man, glaube ich, den linken Stick nochmal reindrückt, beziehungsweise einfach aufhört, nach vorne zu laufen, dann bleibt man dann auf der Stelle stehen, nachdem man gesprungen ist, was ganz cool ist, obwohl die Sprungmechanik in Dark Souls immer noch so ein bisschen, naja, ist. Aber gut, darauf kommt es jetzt auch nicht unbedingt an. Genau, dann gibt es ja mit vielen Waffen die Stances oder besonderen Fertigkeiten. Das ist auch noch ein cooles neues Feature, was jeder Waffe so ein bisschen was Individuelles verleiht. Auch wenn natürlich nicht alles super unterschiedlich ist, aber die eine hat dann halt einen Buff, so dass man kurzzeitig ein bisschen mehr Schaden macht, wie zum Beispiel eine Axt, die man am Anfang findet. Oder ein Schwert hat halt einfach so eine Kampfpose und dann kann man so krasse Kombo-Schläge machen und so ein Kram. Das ist schon ganz cool. Also muss man schon sagen. Und ja, dann gibt es noch diesen aufgeladenen Schlag aus Bloodborne. Also mit dem starken Schlag kann man aufladen und dann bam, richtig reinwärmt. Das ist ganz praktisch und ja. Genau, und dann generell, mir gefällt das Gameplay echt gut, weil es ist etwas schneller oder zumindest kommt es mir ein bisschen schneller vor, so vor allem movement-technisch, als in Dark Souls 1 noch. Und das finde ich einfach echt fesch und macht mir einfach irgendwie echt Spaß. Dann kann man da schnell bla und es gibt jetzt, glaube ich, nur noch Slow Roll und Fast Roll. Es gibt ja keine mittlere Rolle mehr wie früher. Also es gibt jetzt nur noch, entweder ist man langsam oder man ist schnell bei der Rolle. Da ist ja, glaube ich, ungefähr 70% des Equip Loads so die Grenze. Ist cool. Also, mir gefällt es echt gut. Und dass halt alles ein bisschen schneller ist, ist eine super Sache. Und jetzt das, wofür ich Dark Souls eigentlich und was mich persönlich im Dark Souls immer am meisten interessiert hat, ist jetzt nicht diese Schwierigkeit, oh, es ist ja so schwer und so challenging und wir sind ja eine so elitäre Community. Ganz ehrlich, Leute, ich habe, wie gesagt, ein paar Jahre kein Dark Souls mehr gespielt. Ich sterbe natürlich auch immer mal wieder in Dark Souls 3 jetzt, aber
Bisher bin ich jetzt echt relativ gut durchgekommen eigentlich immer. Weil wenn man bei Dark Souls ruhig bleibt, sich nicht zu sehr aufregt, es ruhig angeht, nicht reinrusht und weiß, wie das mit der Ausdauer funktioniert, also ne, nicht die ganze Zeit Schild hochhalten, sondern Schild auch mal runternehmen, Ausdauer regeneriert schnell, dann wieder hinten rum, ein bisschen um die Gegner rumzirkeln und gucken, was macht er denn so, und das funktioniert schon ganz gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut bin, auf gar keinen Fall, aber wenn man so an die Sache rangeht und das alles konsequent durchzieht, dann ist es jetzt nicht so, als wäre es das schwerste Spiel der Welt. Also dementsprechend weiß ich nicht, warum manche da meinen, dass Dark Souls jetzt super krass ist. Keine Ahnung, so StarCraft 2 im Multiplayer ist da schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber das ist natürlich auch Äpfel und Birnen, so kann man nicht vergleichen, aber trotzdem. Es ist schwierig und es ist. Aber man muss sich jetzt auch nichts darauf einbilden, wenn man Dark Souls spielt, dass man dann so. Ne? Aber gut, ich will jetzt auch nicht in so ein Gequatsche hier fallen, sondern ich war bei dem, was mir an Dark Souls sehr gut gefällt, ist nämlich nicht unbedingt die Challenge, sondern das Design der Welt. Und das ist wirklich wieder mal sehr, sehr cool. Mir gefallen schon immer, vor allem in Dark Souls 1 und jetzt auch wieder in Dark Souls 3, die Charaktere mit ihren komischen Akzenten, auch immer. Ich liebe ja vor allem. Ich liebe eigentlich alle englischen Akzente, aber vor allem so, wenn es so Richtung britisch, schottisch und so geht. Und das gefällt mir super gut. Immer cool. Kann ich stundenlang den Leuten zuhören. Ist auch immer weird, wenn ich Leute treffe, die halt dann aus der Region kommen und dann sprechen die so und ich nur so, ja, rede mehr. Also, na egal. Ja, und es ist sehr cool. Allein das Schloss, in das man am Anfang kommt, Lothric oder die Walls of Lothric, die sind ziemlich fesch. Das ist wieder mal, wie immer, man kommt am Anfang ins Schloss und es ist einfach cool. So wie Undead Burg in Dark Souls 1, ist es fesch. Und ja, dann später zum Beispiel, was auch noch ein Beispiel ist von einem coolen Design, da habe ich auch einen direkten Screenshot machen müssen und so. Wenn man in den Wald später reinkommt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Gebiet heißt, dann laufen da so Untote, die haben nicht so viel drauf, aber die laufen halt so im Gänsemarsch teilweise rum und haben so Holzpfähle in der Hand. Und das sieht einfach so, keine Ahnung, ich finde, es ist einfach cooles Design, es sieht krass aus. Und dann gibt es auch noch diese selben Typen, die sitzen dann da und graben so komisch im Boden rum und das ist, keine Ahnung, oder man kämpft ja auch gegen einen Boss, der ist quasi so ein Riesenbaum und da sind so ganz viele so Kokons oder so, die da dranhängen und die der auch später runterwirft und ja, dann findet man heraus, dass das irgendwie alles so eine Ansammlung an Seelen ist und dann findet man später in so Schaukelstühlen und so Baummenschen. So, also so Menschen, die sich quasi irgendwie anscheinend in Bäume verwandelt haben. Und es gibt ja auch diese anderen Menschen, die schon in Lothric rumdümpeln, die so immer beten. Und vor denen ist dann auch so ein Baum, der dann in so einen Menschen sich transformiert. Und es sieht einfach alles verdammt geil aus. Und es ist sehr unique und es ist düster und es ist cool. Einfach irgendwie, ich weiß nicht. Es gefällt mir einfach sehr gut. Und da haben sie mal wieder was sehr Cooles geschafft, bisher auf jeden Fall. Und es ist auch sehr kohärent, sagt man, zusammenhängt. Ja, und ja, es macht alles Sinn so. Man geht da lang, dann findet man auch raus, ah, hier ist ein Shortcut dahin wieder. Ich habe schon ein paar sehr coole Shortcuts wieder gefunden, wo ich mir gedacht habe, nice. Oder jetzt hat man hier wieder eine Leiter runtergekickt und so. Das war auch das, was in Dark Souls 1 sehr cool war. Und ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt wieder da ist in Dark Souls 2, was ich, wie gesagt, nicht gespielt habe, aber von dem, was ich gehört habe, war das ja wohl nicht so krass drin. Also, wie gesagt. Ja, und aktuell bin ich jetzt an der Stelle. Ja, also das jetzt so mit einer. Also es gab schon immer mal ein paar Stellen, wo ich gesagt habe, oh, könnte hakelig werden. Dann ging es aber doch nur so beim dritten Versuch, habe ich dann meistens spätestens geschafft. Hier habe ich es jetzt zweimal versucht und ist echt schwierig, weil das sind zwei Gegner. Also da kam, diese Gegnerart kam schon vorher einmal. Das ist so ein Riesen-Untoter in so einer Kutte mit zwei Dolchen und dann schlägt er so voll schnell zu, macht die krassesten Kombos und überhaupt. Und dann dachte ich mir schon, fuck, an dem bin ich schon ein paar Mal verreckt. Geht mal ein bisschen weiter, kämpft wieder gegen ein paar normale, wieder fiese Fallen, wo irgendwie ein Item liegt und dann von oben diese komischen kleinen Gnome mit ihren Zauberhüten runterdroppen und so. Die kommen echt oft von oben irgendwo runtergedroppt. Da muss man echt aufpassen. Die sind jetzt schon so ein bisschen meine Erzfeinde. Die sind echt mies. Die verstecken sich überall. Ja. Und ja. Genau. Und dann kommen noch genau. Dann kommen diese Typen mit diesen Dolchen. Einfach, du denkst, oh, da steht wieder einer. Scheiße, was mache ich jetzt? Okay. Ich habe noch drei Flasks.
und hab volles Leben. Ja, könnte man schaffen. Dann engaged man den und dann kommt noch ein zweiter. Man denkt sich nur, fuck, 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 ist fast tot, weil die einen schon zusammengeschlagen haben, weicht aus, heilt sich nur noch, ist einfach down und ich bin gespannt, wie ich da weiterkomme, aber es wird schon werden. Ja, ich will jetzt auch nicht zu lange reden, das sind meine Eindrücke von Dark Souls 3, gefällt mir bisher sehr, sehr gut, ich habe da echt immer noch weiterhin Bock drauf. Vielleicht wird auch noch was kommen, der Querter, das wie gesagt auch, und dann werden wir da vielleicht auch irgendwann nochmal Co-op-Action machen. Genau, und sonst, wenn angespielt jetzt mal wieder kommt, auch Retro angespielt, dann werde ich immer noch so ein kleines Video machen. So um die 10 Minuten, vielleicht auch nur um die 5 Minuten, kommt immer aufs Spiel an. Wo ich nochmal ein bisschen was drüber erzähle, ein bisschen Gameplay passenderweise in den Hintergrund packe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Dark Souls 3 habt, was ihr von Dark Souls allgemein haltet. Wie ihr so zu dem Thema steht, würde mich sehr interessieren. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Derp. Derp, 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 derp,